Tja, liebe Zuschauer, willkommen. Wir waren beeindruckt von dem, was wir gehört und gesehen haben aus München. Herzliche Gratulation auch von dieser Stelle aus. Der erste FC Kaiserslautern, Sie haben das mitbekommen im Verlauf unserer Sendung, hat hier noch 3:1 gewonnen. Und wenn man kein Fußballfreund gewesen wäre, hätte man gar nicht feststellen können, wo wird jetzt eigentlich die Meisterschaft gefeiert. Es war ein derartiger Jubel, ein so toller Saisonausklang für die Pfälzer, dass wir einfach auch von dieser Euphorie irgendwie angesteckt wurden. Und die vielen tausend Fans, die aus der Pfalz hierher nach Hamburg gekommen sind, die trennen sich nur ungern und ganz langsam hier vom Hamburger Volksparkstadion aus der Ostkurve zurück wieder langsam aber sicher in die Heimat. Schauen wir uns die beiden Tore an. In der 90. Minute, also es war wirklich ein Knalleffekt zum Schluss des Spiels, waren die beiden WM-Kandidaten des ersten FC Kaiserslautern zur Stelle. Zunächst Martin Wagner. Friedel Rausch, der zwischenzeitlich seinen Pullover voll gespickt mit Werbestickern weggeschmettert hatte. Er wollte es nicht dulden, dass sich die Mannschaft hier hängen ließ. Er wollte einen Sieg, den 6. in Folge, 12:0 Punkte, 19:2 Tore. Was für ein Finale des ersten FC Kaiserslautern. Franz Beckenbauer hat es ja gerade eben gewürdigt. Und er war heiß, der Friedel Rausch. Er stand wie der Kaiser fast das ganze Spiel über neben seiner Bank und er wollte sich hier mit einem Erfolg verabschieden und die Spieler ließen ihn nicht im Stich. Dann Stefan Kunz. Der Michel Pfad muss mich nachher vielleicht korrigieren, aber ich glaube, dass er Torschützenkönig geworden ist, zusammen mit Antonin Jeboa aus Frankfurt. Also die Lauterer haben auch einen Titel zu feiern. Und ich meine, neben Martin Wagner, das ist mein persönlicher Eindruck, wird auch Stefan Kunz den Sprung nach Amerika noch schaffen. Ein tolles Finale, ein Finale, wie wir es vielleicht ganz, ganz selten erlebt haben. Und die Pfälzer hatten ihren hohen Anteil daran, das müssen wir noch sagen. So, und jetzt haben wir Interviews und jetzt haben wir Stimmung, jetzt hat man Atmosphärisches. Und wir fangen an mit Rolf Fuhrmann. Er hat den Kapitän des ersten FC Kaiserslautern am Premiere-Mikrofon. Okay, so. Andreas Brehme, ein ganz tolles Finale. Sie haben hier alles getan. Kann man Ihnen zur Vizemeisterschaft gratulieren? Wie empfinden Sie das? Ja, auf alle Fälle. Ich meine, die Bayern, die haben ihr Spiel gewonnen. Dadurch sind sie zu Recht deutscher Meister geworden. Dahin gleich mal ein Glückwunsch nach München. Wir haben alles gegeben. Die Bayern, die waren halt den einen Punkt besser in der Endabrechnung. Lothar Matthäus ist auch noch Spieler des Jahres bei uns geworden. Auch da ein Glückwunsch an Ihren Freund Lothar. Ja, das sowieso. Ich habe ihn ja mitgewählt. Er hat eine super Saison gespielt. Schon sehr, sehr viele gute Serien gespielt. Und ich glaube, dieses Jahr war sein bestes Jahr. Glauben Sie, dass Sie auch im nächsten Jahr so Paroli bieten können, wenn die Bayern sich so verstärken? Auf alle Fälle, weil der FCK, der wird sich auch noch verstärken. Danke, Andreas Brehmer. Martin Wagner, was überwiegt mehr, die Freude über die Vizemeisterschaft oder die Trauer über die verlorene Meisterschaft? Ich glaube, wenn man heute die Begeisterung sieht, wir fühlen uns wie ein Meister. Und ich meine, man muss den Fans heute mal wirklich ein Riesenkompliment machen, weil sie haben uns wirklich toll unterstützt. Und wir haben heute für unsere Fans gespielt, weil wir genau gewusst haben, im Endeffekt, dass den Bayern nichts mehr passiert zu Hause gegen Schalke. Und wie gesagt, uns freut es am meisten für die Fans, weil sie uns doch tatkräftig unterstützt haben die ganze Saison über. Man braucht einfach solche Leute, um Erfolg zu haben. Habt ihr nicht vielleicht den Fehler begangen, unter der Woche den Bayern zu gratulieren und dadurch ein bisschen den positiven Druck von der Mannschaft zu nehmen? Nein, ich meine, wir waren die ganze Zeit ziemlich locker drauf, sind alle Spiele locker angegangen und im Endeffekt war es ja so, die Schalke hatten nichts mehr zu verlieren, also konnten wir da auch nicht mehr so groß drauf setzen und die Bayern haben dann auch, glaube ich, 2:0 gewonnen und sind auch im Endeffekt auch verdient Meister. Jetzt können Sie ja den Bayern richtig regulär gratulieren. Ja, sicherlich. Ich gratuliere den FC Bayern recht herzlich zur Meisterschaft und ich hoffe, dass sie besser abschneiden nächstes Jahr wieder SV Werder Bremen in der Champions League. Friedel Rausch, Ihr Trainer, flüsterte Ihnen im Zug zu, Sie bekommen in den nächsten 2 Tagen einen Anruf von Berti. Freuen Sie sich schon drauf? Ja, natürlich freut es mich, wenn der Bundestrainer anruft, weil das ist dann die Fahrkarte für die WM für mich und dann geht irgendwo ein Wunsch in Erfüllung und der Höhepunkt der Saison. Friedel Rausch sagte, zu 99,9% fahren Sie mit in die USA. Das ist schön für mich. Und wenn es zu 100% ist und ich habe schriftlich oder er ruft mich selber an, dann glaube ich es erst und dann ist er amtlich. Aber Martin Wagner ist heute der glücklichste Mann hier. Das ist richtig. Danke, Martin Wagner. Vielen Dank. Ciriakos Sorza, ein tolles Finale auch für Sie. Sie hatten eine ganz tolle Saison. Ist das ein versöhnlicher Abschluss heute? Ich glaube schon. Wenn man die ganze Saison schaut, haben wir vielleicht 2-3 Spiele, wo ich schlecht gespielt habe. Aber sonst die ganze Saison einen hervorragenden Fußball gespielt habe. Und das zeigt sich auch die Mannschaft. Wir sind Vizemeister mit 43 Punkten. Ich glaube, das Kompliment gebe ich weiter meiner Mannschaft und vor allem an diesem super Publikum. War das Ihr letztes Spiel für den ersten FCK? Ja, wie gesagt, nächste Woche sind Verhandlungen zwischen Lazio und Kaiserslautern. Und wenn sie sich einigen, dann ist heute war das letzte Spiel.
Sie sehen diese Fans, Sie wissen die Stimmung am Betzenberg. Können Sie da ernsthaft gehen? Wohin tendieren Sie? Ich glaube, mit diesem Publikum hier ist sicher etwas das super zu spielen, weil Heimspiel und auch Auswärtsspiel, das macht Spaß, mit diesen Fans mitzugehen. Und wie gesagt, diese Fans vergesse ich nie. Aber Sie werden vielleicht gehen, heißt das? Es kann sein, ja, weil nächste Woche ist zwischen Lazio und der FCK eine Verhandlung und wenn sich einigen, dann bin ich bei Lazio nächste Saison am Werk. Danke, Sviakov Sforza. Babak Milani, bitte. Gary Ehrmann, Sie schauten gerade ganz verzögert auf Ihre Fans. Ja, einfach Weltklasse. Es gibt eigentlich keine schöneren Momente, auch mal eine Vizemeisterschaft tot zu feiern, wie das heute hier der Fall ist. Lindert das ein bisschen Ihren Schmerz über die verlorene Meisterschaft? Okay, die verlorene Meisterschaft, die schmerzt uns nicht. Wir wollen ins internationale Geschäft. Und das haben wir geschafft und ich glaube, wir haben uns heute mit einem Sieg verabschiedet, was wir eigentlich vor dem Spiel auch vorhatten. Deswegen sind wir rundum glücklich. Hadert man da nicht ein bisschen mit dem Schicksal, dass man mit der Siegesserie ein wenig zu spät begonnen hat? Nee, im Gegenteil. Die Siegesserie, die war ganz wichtig, dass wir überhaupt nur UEFA-Cup-Platz schafften. Also diese Vizemeisterschaft wird den Fans gewidmet? Ja, mit Sicherheit. Haben die Jungs verdient. Und was geht heute in Lautern ab? Ja, wenn Sie mich das fragen, aber mit Sicherheit nicht weniger wie das hier. Alles klar, vielen Dank, Gary Ehrmann. Und ich gebe weiter ab zu Fritz von Ton und Taxis. Ja, liebe Zuschauer, was will man mehr? Glückliche Fußballer da wie dort in München, das ist klar. Und auch hier in Hamburg, die Kaiserslauterer Spieler, die sprühen ja vor Glück. Seligkeit, muss man schon sagen. Also was will man mehr? Mir fällt gerade auf, wenn Sie da hier auf das Topspiel der Woche schauen und auf Premiere. München ist die Sporthauptstadt von Premiere. Hedos München ist Meister im Eishockey und der FC Bayern München Meister im Fußball. Günther-Peter Ploog, was will man mehr? Jetzt haben wir den Bogen endlich geschlagen, Fritz, zum Eishockey. Gell? Also wir haben die ganze Zeit hier immer noch gelacht über den Spruch von Franz Beckenbauer. Das ist ja wirklich der Spruch dieses Jahres. Er will kein Denkmal, weil da pinkeln ja doch nur die Hunde hin. Also ganz prima. Dann schauen wir uns doch nochmal an, die beiden Tore, die den FC Bayern München heute hier zum Meister gemacht haben. Lothar Matthäus und Jorginho. Matthäus Treffer in der 50. Minute, der Jubel des Kaisers. Ein ganz, ganz wichtiges Tor in der Laufbahn von Lothar Matthäus, das 1:0. Da war die Meisterschale schon greifbar nah. Wunderschön gezirkelt. Sehen Sie mal, was der Ball für eine Kurve hat. Mit dem Innenriss angeschnitten. So, und dann auch sowas müsste man wieder hineinnehmen in eine Auswahl. Tor des Monats, Tor des Jahres. Das 2:0, da war der Titel des FC Bayern München perfekt. Und dann gab es anschließend noch, ich nehme mal an, das ist nicht Wasser. Ah, es gab sogar ein Küsschen. Von Lolita an Lothar. Einige Probleme. Hoffentlich fällt sie dann nicht von der Balustrade. Für Lothar Matthäus, den Kapitän, ein großer Tag für ihn. Es war hoffentlich auch ein großer Tag für Sie, auch für uns. Das war es von uns. Rüdiger Gast, mein Assistent und ich sagen ganz herzliches Dankeschön für Ihr Interesse. Aber es ist noch nicht Schluss bei uns. Es geht unten nochmal weiter bei Michael Fahrt. Danke, ciao.